Russlands brutaler Krieg gegen die Ukraine hat auch Auswirkungen bei uns. Viele Dinge, die wir einkaufen, sind teurer geworden. Lebensmittel, aber eben ganz besonders die Preise für Energie. Das merken wir an der Tankstelle. Das merken wir, wenn wir die Heizrechnung bezahlen müssen. Heizöl, Gas, alles viel teurer als noch vor einem Jahr. Deshalb müssen wir uns darauf vorbereiten. Das haben wir auch gemacht, indem wir Gesetze auf den Weg gebracht haben, die dafür sorgen, dass in den Gasspeichern in Deutschland jetzt schon rechtzeitig mehr Gas eingespeichert wird. Und wir sorgen dafür, dass wir auf andere Weise Energie nach Deutschland importieren können als eben über Russland. Auch das ist wichtig. Und wir müssen uns mit anderen darüber absprechen, was zu tun ist. Denn das werden wir nur gemeinsam bewältigen können, was an Herausforderungen mit dieser neuen Situation sich für uns alle ergibt. Politisch wollen wir das alles international besprechen. In Elmau mit anderen Staats- und Regierungschefs wirtschaftsstarker Demokratien. 7 kommen da zusammen, die G7. Dieser Gesprächsclub hat mal angefangen als G6 mit 6 Staaten, als Helmut Schmidt alle zusammengerufen hat, um darüber zu reden, wie wir mit der damaligen Ölkrise umgehen. Jetzt ist es wichtig, dass wir die heutige Situation besprechen und gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Denn das müssen wir ja auch tun, indem wir langfristig wegkommen von der Nutzung fossiler Energien. Und deshalb wird zum Beispiel eine Aufgabe sein, einen Klimaclub zustande zu bringen, in dem die Staaten zusammenarbeiten, die das erreichen wollen. Elmau liegt in den Bergen. Berge versetzen werden wir dort sicher nicht. Aber wir können wichtige Entscheidungen treffen und Dinge vorbereiten, die für uns alle nützlich sind, wenn wir geschlossen handeln und entschlossen sind. Darum geht's.